Das Wichtigste zuerst. Beim Thema Nachteilsausgleich kommt es immer auf den individuellen Einzelfall an. Informiere dich daher frühzeitig auf der Uni-Webseite Studieren mit Beeinträchtigung und persönlich bei deinem Studienbüro. Doch nun zum Thema. Was ist ein Nachteilsausgleich für Studierende mit Beeinträchtigung? Ein Beispiel. Die Studentin M. hat eine Diabeteserkrankung und nimmt an einer 4-stündigen Klausur teil. Während der Klausur muss sie ihren Blutzuckerwert messen, etwas essen und Insulin spritzen. Dadurch geht ihr Zeit zum Schreiben verloren. Sie hätte einen Nachteil gegenüber ihren KommilitonInnen. Um diesen Nachteil auszugleichen, werden ihr Pausen für das Messen, Essen und Spritzen gewährt. Die Pausen werden ihr nicht auf die Bearbeitungszeit angerechnet. Dadurch hat die Studentin M. die gleiche Zeit für die Klausur zur Verfügung wie ihre KommilitonInnen. Diese individuelle Anpassung der Prüfungsbedingungen nennt man Nachteilsausgleich. Durch den Nachteilsausgleich wird erreicht, dass Studierende mit Beeinträchtigung keinen Nachteil gegenüber ihren KommilitonInnen haben. Wichtig dabei ist, der Prüfungsinhalt und der Bewertungsmaßstab werden nicht verändert. Die Studentin M. schreibt dieselbe Klausur und wird bewertet wie alle anderen auch. Ein Nachteilsausgleich ist also keine Bevorzugung, sondern sorgt für gleiche Bedingungen für alle. Wie kann ein Nachteilsausgleich aussehen? Wie ein Nachteilsausgleich aussehen kann, hängt immer vom konkreten Einzelfall ab. Beispiele für einen Nachteilsausgleich bei Prüfungen sind Pausenzeiten bei Klausuren, Schreibzeitverlängerung von Klausuren oder der Einsatz technischer Hilfsmittel oder personeller Assistenz in Prüfungen. Auch für die Organisation und Durchführung des Studiums kann ein Nachteilsausgleich in Betracht kommen, zum Beispiel bei der Anpassung der Rahmenbedingungen bei Praktika und Laborarbeiten. Es gibt aber noch viel mehr Möglichkeiten, einen Nachteil auszugleichen. Informiere dich dazu auf der Uni-Website Studieren mit Beeinträchtigung. Wer kann einen Nachteilsausgleich beantragen? Du kannst einen Nachteilsausgleich beantragen, wenn du eine dauerhafte gesundheitliche Beeinträchtigung hast, die den Nachweis deiner vorhandenen Fähigkeiten im Studium und in Prüfungen erschwert. Zu den dauerhaften gesundheitlichen Beeinträchtigungen zählen unter anderem die Beeinträchtigung des Sehens, Hörens, Sprechens oder des Bewegungsapparates, chronische Erkrankungen wie Diabetes, Rheuma oder Morbus Crohn, sowie sogenannte Teilleistungsstörungen wie Legasthenie. Auch mit anderen Beeinträchtigungen hast du möglicherweise einen Anspruch auf Nachteilsausgleich. Darum informiere dich so früh wie möglich, ob du einen Anspruch auf Nachteilsausgleich hast und wie du diesen beantragen kannst. Informationen findest du auf der Uni-Webseite Studieren mit Beeinträchtigung. Eine persönliche und vertrauliche Beratung erhältst du in deinem Studienbüro.